Und nun ein Rätsel. Es war einmal ein perfekter Mann und eine perfekte Frau. Sie begegneten sich und da ihre Beziehung perfekt war, heirateten sie. Die Hochzeit war perfekt und ihr Leben zusammen war selbstverständlich ebenso perfekt. An einem stürmischen Winterabend fuhr dieses perfekte Paar eine kurvenreiche Straße entlang, als sie am Straßenrand jemanden bemerkten, der offensichtlich eine Panne hatte. Da sie das perfekte Paar waren, hielten sie an, um zu helfen. Es war der Weihnachtsmann mit einem riesigen Sack voller Geschenke. Anscheinend hatte er mit seinem Schlitten eine Panne. Da sie die vielen erwartungsfrohen Kinder nicht enttäuschen wollten, lud das perfekte Paar den Weihnachtsmann mitsamt seinen Geschenken in ihr Auto. Unglücklicherweise verschlechterten sich die Straßenbedingungen immer mehr und schließlich hatten sie einen Unfall. Nur einer der drei überlebte. Wer war es? Ich helfe. Es war die perfekte Frau. Sie war die einzige, die überhaupt existiert hatte. Jeder weiß, dass es keinen Weihnachtsmann gibt und einen perfekten Mann erst recht nicht. Für Frauen ist die Geschichte hier zu Ende. Für Männer noch Folgendes. Wenn es also keinen Weihnachtsmann und keinen perfekten Mann gibt, dann muss die perfekte Frau am Steuer gesessen haben. Das erklärt, warum es überhaupt einen Unfall gab.